jetzt sehen wir die ganzen Zutaten, die man dafür braucht, um einen leckeren Steckrüben-Eintopf herzustellen. Erst einmal werden alle Sachen geschält. Das Gemüse wird geputzt, so heißt das. Da muss man das Gemüse putzen. So, jetzt kommt die Steckrübe. So ein Bollo hier durchzuteilen, das ist natürlich ein bisschen herausfordernd. Deswegen. So sieht sie von innen aus. So, die schneiden wir jetzt mal in Streifen. Nehmen wir die Würstchen raus.